Not a bad place you have here. Come, come. Look at this. Our investigations show that the transport passed through the town of Imai before it entered the Nakasendo route. Guess you can't just question the local lord. Find out who's behind this? I fear it is not that simple. Lord Yabo rules this area. A powerful daimyo who's shown little love for the shogun since the end of the war. Could be your Kage-sama. Want me to go to Imai town? Must be cold there this time of year. I will handle this one myself. Please tell Yuki-chan to come and see me. No need. She's already at the door. Is she now? I wasn't listening. I swear. Easy, Yuki-chan. Hayato-san, talk to the man outside. He will give you your first payment. Huh. See you. Where is he going? Can't I go with him? I would rather have you here with me, Yuki-chan. Your expertise will no doubt be useful on this mission. Huh? What mission? A small theft. If you handle it well, you will be welcomed into our group. And I will ask Hayato-san if he will consider teaching you. Oh, really? Then I will show you my best, Master Samurai. As you should. Now, let me tell you the plan. Soldiers. They're not from here. Agreed. I doubt they belong to the City Watch. Now, remember what we have come here to do. Break into the district office, find the important man, and steal papers from him. Very good. I suspect you will have to do some pickpocketing before this is done. Also, take this. I asked Hayato-san to make it for you. That's a hookshot. Oh, thank you, Master Samurai. Now, let us begin. The district office is just ahead. We should avoid the main streets. I want you to be my scout. Stick to the rooftops. I will follow down below. If there is trouble, you can warn me ahead of time. Hi, Master Samurai. Meet me at the sake brewery when you are done. Now, let us begin. So, herzlich willkommen zur Mission 3 mit Yuki. Bleib ruhig. Sieht so aus, als wenn es hier eine Solo-Mission ist, oder das... Ach nee, mit Mugen und Yuki. Wir treffen uns da. Ja, herzlich willkommen zur dritten Mission, die da heißt die Diebe von Imai. So, und wir starten jetzt hier also mit Yuki durch und das ist so eine Art kleine Tutorial-Mission. Wir speichern hier erstmal und ja... Dann gucken wir mal, wir sind jetzt hier quasi hinter feindlichen Linien. Schauen wir mal. So, wenn du durch Schnee läufst, hinterlässt du Fußspuren. Ja, wenn ein Feind deine Spuren entdeckt, folgt er. Ah ja, das ist auch ein gutes Unlock-Mittel. Okay. So. Denn ja, die Frage ist, sieht er die? Nee. Er sieht sie nicht. Gut, was haben wir denn da oben? Da haben wir den. Du siehst also den. So, ich habe mir also vorgenommen, so ein bisschen taktischer mal vorzugehen hier. Right. So, wir können uns ja jetzt hier auch mit Haken hochziehen. Wer bist du da hinten? Ach so, du bist da. Du interessierst nicht. Gut, gucken wir mal erstmal auf B. Ja. Wir sollen uns also erstmal hier im ersten Teil mit Mugen treffen. Was passiert denn, wenn wir... Können wir an ihm nicht auch eigentlich einfach vorbeischleichen? Nee. Die
Frage ist, können wir uns hier oben irgendwo hochseilen? Nein. Okay, wir müssen ihn also tatsächlich... Ja, gut. Das sollten wir aber schaffen. Ja, das war natürlich dämlich. Okay, gut. Jetzt haben wir... Jetzt habe ich also nicht zwischengespeichert. Ja, okay, dich brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Das heißt, wir könnten uns hier oben lang schleichen. Wir haben jetzt hier so einen schönen Wurfhaken bekommen. Und den Kletterhaken benutzen. Toll. So, dann gehen wir da hin. Wir sind ja relativ leise. Das heißt, er hört uns also auch eigentlich im Sprint nicht. Speichern wir hier nochmal. Sind wir da? Er sieht uns, obwohl wir... Komisch. Ja, okay, dann werden wir es anders machen. Gehen wir da hin. Dann locken wir ihn doch einfach hier so hin. Mit unserer Pfeife. Ich wäre mal ein bisschen zu kompliziert gedacht. So. Können wir dich oben schon mal beobachten? So, nimmst du ihn hier und dann gehen wir hier in... So. Okay, Numero uno. So, du guckst da hinten. Okay. Move, stupid. Ja, okay. Who made those footprints? Ah ja. Stick and stab. Und tschüss, Taco. Sehr schön. Ja, das war ja ein bisschen einfach, oder? Okay. Ja, gut, wir hätten jetzt hier eigentlich auch den Weg hier wählen können. Gehst du mal da hoch? Jetzt können wir da auch noch runter. Also er sieht uns ja auf jeden Fall nicht auf dem Dach hier. So viel ist ja mal klar. So. Ja, reicht das? Ja. Stick and stab. Aha. Wo sind die denn jetzt? Wo sind denn die hin? Verschwinden die jetzt hier oder was? Im Schnee? Soll es das darstellen, dass sie im Schnee verschwinden? Naja, gut, okay, egal. So, dann müssen wir uns mal gucken. Du guckst hier lang, du guckst ihn an. Aber du wirst hier von keinem gesehen. Das heißt, es ist offensichtlich, dass wir erstmal den hier wegmachen müssen. Hier haben wir, und da oben... Okay, der guckt in die andere Richtung. Gut. Die Frage ist, lass mal hier rumgehen. Kannst du? Nee. Du kommst da. Ach so, hier. Okay. Alles klar. Ja, der dürfte uns eigentlich nicht sehen. Ach ja, die Einheiten antworten, die wollte ich mal ausmachen, weil die, also die Kleine nervt mir hier, nervt mich ein bisschen. Ah, okay. Tja. Na gut, wir können ihn ja auch einfach, können wir ihn hier hinlocken und dann ihn einfach... There's a shortcut. I heard that. Und ihn dann einfach hier... Also kommt er hier um die Ecke? Das ist die Frage. Ach nee, er kommt da hoch. Aha. Okay. So. Gut. So, jetzt müssen wir also...
was passiert, wenn wir das Ding hier hinlegen? Und die dann einfach mit der Pfeife anlocken. Lovely tune. Who is this? Und tschüss, Taco, oder? Ja, gut. Sehr schön. So. Perfekt. So, jetzt kommen wir allerdings. Müssen wir jetzt mal hier mal gucken. So. Hier hinten können wir uns ja mehr oder weniger frei bewegen. Was machst du da? Bis hierhin könnten wir uns auch frei bewegen. Bis dahin. Ohne dass er uns sieht. Ja. Blöder Schnee. Okay. Weil wir müssen rein theoretisch. Ach nee. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir. Was ist denn, wenn wir. Da. Hey, you! I saw a way. I Where know is it? You're in there. There's a shortcut. Ah, okay. Nee, das wird nichts so, wie ich mir das vorstelle. Da müssen wir denn schon mal so. Nee, du siehst uns ja hier gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt so schnell dahin rennen, müsste er uns eigentlich. Ja. Nicht elegant, aber selten. Ab in den Busch mit dir. Gut, okay. Jetzt haben wir dich hier. So, ansonsten haben wir doch eigentlich gar keinen mehr. Bin ja immer ein Freund bei solchen Spielen, die Gegner komplett auszuschalten. Der hier ist ja nun überhaupt kein Problem. Er hat ja also weder einen Hut auf noch sonst irgendwas. Das heißt, er lässt sich also von Geräuschen ablenken und dann. Tschüss, Taco. Ein bisschen Speed hier reinbringen. Ja, so ein Speedrun. Also wenn ich ein bisschen, also es gibt ja hier diese Achievements. Also ich bin ja sowieso grundsätzlich ein ganz, ganz großer Fan davon, von Speedruns. Ich finde ja sowas immer super bewundernswert. Was machen wir mit dir hier? Ach so, da oben ist der. Der schleppt da irgendwas. Okay. Ich finde ja sowas immer super bewundernswert. Wer bist du denn? Was hat der denn auf dem Kopf? Mal bevor wir. Ach so. Aha. Ist das ein Drache oder was? Naja. Auf jeden Fall ein anderer Gegnertyp. Ja, ich finde ja sowas, so eine Speedruns immer total bewundernswert. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann wäre das hier definitiv ein Spiel. Oh nein, das wollte ich gar nicht hingehen. Aha, okay, er lässt sich also nicht ablenken, alles klar. Dann ist das ein Spiel, was ich mir definitiv auch antun würde. Mach mal hier. Hey! Ach nee, okay, das ist also ein neuer Gegnertyp. Aber zuvor möchte ich meinen Gedanken mal kurz beenden, bevor wir uns hier um diesen Samurai kümmern. Dann ist also Speedrun, ich komme darauf, weil ja hier diese komischen, es gibt ja hier diese Achievements. Nee, wir müssen hier auf jeden Fall hin, okay. Es gibt ja da diese komischen Achievements. Und das heißt hier oben hin. Richtig? Oder müssen wir. Nee, wir müssen hier lang. Ach, ich bin auch ein Trottel. Lass mich mal hier runterhopsen. Es gibt ja hier also diese Achievements. Entschuldigt bitte, dass ich meinen Gedanken hier Multitasking. Ist jetzt nicht gerade so mein Ding. So, das heißt, wir müssen hier hoch. Okay. Es gibt ja hier diese Achievements, wo man also die Level in bestimmter Zeit machen könnte. Und das wäre definitiv ein Spiel, wo ich also definitiv für trainieren würde. Ja, und das wäre relativ, also ich finde das relativ cool hier, auch diese Idee hier in diesem Einzelspielerspiel. Ah, okay, dann fällt ja runter. In diesem Einzelspielerspiel hier dieses Speedrun-Element mit einzuflechten, finde ich geil. Master Samurai. Ich habe aber leider nicht die Zeit dafür. Und jetzt lauschen wir mal Sorry.
Am I in trouble? We will see. Tell me, what did you find out? Mach mal hier diesen Ding, das Ding weg. That man with the papers. He is at that big house, like you said. He has lots of big, mean samurai with him. We will worry about them later. First, we need to get inside the compound. Hi. I found two ways inside. One at the north wall. And one at the south wall. But they are both locked. For every lock, there is a key. Can you think of anyone who might have it? Stimmt, der Samurai. Yes. There was another mean samurai. He has a key that wants to be stolen. You must climb inside, steal that key, and let me in. After that, we will regroup and discuss further plans. Ah, der unauffällig mit dem Schlüssel über dem Kopf. So let me in. Genau, aber mir fehlt leider die Zeit für Speedruns. Dafür muss man halt trainieren. Alles andere ist witzlos. Ja, da fehlt mir halt einfach die Zeit dafür. Das wäre aber definitiv so ein Spiel, wo ich mir das sehr, sehr gut vorstellen könnte. Gut, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wie wir hier weiter verfahren. Also, da haben wir dich. Da haben wir einen Hinweis, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Also entweder hier oder hier mit zwei unauffälligen Xen gekennzeichnet. Hier müssen wir also rein. Gut, der, wo ist denn hier? Der hat beinahe gesagt Zigeuner. Der Samurai hier, der hat also den Schlüssel und wir sehen uns hier also, ich würde mal sagen, der ersten richtigen Mission gegenüber. Denn hier sind also schiere endlose Gegnermassen. Insofern. That's a good trick. Auf, wir machen yes, das mal so. Still works. Ach, du bist doch dämlich. So, mit dämlich meine ich natürlich mich. Ach Gott, ey. Alles klar. Gut, yes, so, mit der rechten Maustaste gedrückt halten kann man Rahmen drum ziehen. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Das heißt, wir machen dich hier so, legen da die Falle und gehen dann hier in den Busch. Er müsste ja rein theoretisch hier vorbeilaufen, weil er meine Fußspuren sieht, oder? Ja. Und tschüss, Taco. Ja, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Hier können wir Fässer rollen lassen, okay. Also irgendwie, das können wir auf jeden Fall benutzen hier. Ja. So, versuch immer natürlich mit Shortcuts zu arbeiten. So, Speicher. So, nächster. Da ist der Samurai dran. Die Problematik an der Sache ist, dass er sich nicht ablenken lässt. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Wir machen das mal so. Ich will aber mal... Ready. So, ich will aber mal... I can defeat one in a duel, but two will overpower me. Keep your distance, you can. Ah ja, okay, jetzt kriegen wir ja auch die Information. Also, Mugen kann es mit einem aufnehmen, aber nicht mit zwei. Und wir haben auch hier nur einen, oder? So, dann lass mich aber trotzdem mal hier reinkriechen. Ja, Samurai sind gefährlich und schwierig auszuschalten. Die haben ja also zwei, was soll das sein? Drachen, soll das Schlangen sein? Oder einfach nur Hörner? Wie Strohträger sind sie gegenüber Lockmitteln immun? Okay, wie Strohträger untersuchen Bedrohung mit großer Effizienz. Mugen kann sie mit Nahkampfattacke ausschalten. Alle anderen Charaktere müssen einen Konterangriff hinnehmen und sterben, wenn sie einen Samurai angreifen. Ah ja. Also Mugen ist also quasi... unser Samurai-Eliminierer. Das heißt, wir können ja hier dann auch. Zack. Und tschüss, Taco, oder? Hä? Was macht der denn? Ist der betrunken? Hä, was war das denn? Okay, also diese Nahkampfattacke, die scheint also bei den Samurai nicht zu wirken. Wir haben jetzt aber trotzdem keinen Schaden irgendwie genommen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kommen wir hier irgendwo rüber? Nee, also sieht nicht so aus. Wir können ihn uns nicht hochziehen.
Hochspringen auch nicht. Also, das heißt, wir müssen hier also rechts lang. Können wir nochmal H drücken? Nee. Hier ist also auch nichts. Also. Don't stand still. Ja, mit Yuki. Zu kalt. Oh, jetzt kommt er da. Ah, schaffen wir doch noch, oder? Ja. Alles klar. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Folgendes. Okay, wir haben jetzt nicht so die große. Wir haben hier einmal Sake. Den Sake sieht also er nicht. Jetzt ist die Frage, sieht er den Sake und springt er darauf an, sodass wir mit Yuki, obwohl, dann wird er ja hier, dann sieht er ihn. Was hat's denn mit den Dingern auf sich? Oh, falsche Richtung. Dann machen wir mal so hier. Also ich weiß auch nicht, also was er jetzt hier. Wir speichern mal. Was er jetzt hier. Was kann er damit machen? Ah ja, er kann das also auch spielen lassen. Okay. Okay. Ah ja, jetzt haben wir hier. Ah ja, jetzt haben wir da also. Who made those footprints? Chili. I will take care of you. Ja, okay. Gut. Nicht elegant, aber egal. Ach nee, ach, jetzt hab ich. Ach nein.